Jetzt gucken wir, ob es sich gelohnt hat, den Turm hier zu bauen. Sniper down. Und down. Oh, da ist noch eine AK. Ja, ja, ja. Hat einen Hit, AK hat einen Hit. Ich weiß nicht, ob er down ist. Ja, vielleicht hat die Semi den gekillt. Semi war der letzte Schuss, der angekommen ist. Oben. Hat einen Headshot. Oh mein Gott, er hat einen Headshot. Er könnte down sein, GB. Oben an der Base. Lauf schnell oben zur Base. Einer über dir. Irgendwo da beim Jumpen. Hat ein Head, hat ein Head. Noch ein Spieler down dort. Aber der hat wieder kassiert. Der nervt mich erstmal nicht. Oben läuft einer bei dir, GB? Oder du bist das? Bin mir nicht sicher. Oben? Ich weiß nicht, ob ihr da seid. Ich habe irgendjemand einen Headshot gegeben. GB. Okay, sorry. Ich sehe euch da leider nicht. Looter einer schnell, GB. Bisschen weiter hoch bei diesem Haus. Oh, die haben einen Sniper geholt. Sniper down. Hello, my friend. You want to be my friend? Oh, hello. What's your name, my friend? Smart mouth. Again, please. Excuse me. What's your name, my friend? Smart mouth. Okay. I'm your friend. Oh. Call me Roofcamper. I'm Roofcamper and I'm your best friend. Okay. Do you need some help, my friend? Not really. Das war der mit dem Bogen. Remember, when you need help. Yo, it's Mad Mouth. You remember me from yesterday giving you all that stuff? Don't even play with this idiot here. He's just roof camping all day and he's gonna kill you once you start farming. Just click him. Like the dude in the base, not this. You don't believe your new friend? You don't believe your new friend? Hello. Why you don't believe your new friend? I mean, you remember me from yesterday, right? Er will mir meinen Freund klauen, Jungs. Kannst du... He has legit been farming, like, road camping all day. He doesn't do anything else. He just kills people... Kannst du will meinen Freund klauen, Jungs? So, yeah. He want to steal my friends. I'm a good guy. Look, I can kill you, but I'm not killing you. You just said it yourself. You... Look, I'm not killing you. I'm a good man. I'm a good man. Damn. You don't... Could you let me inside? Inside? Oh... No. I mean, no. We're friends, right? We are the best friends. I trust you, my friend. I forgot the pin. Yeah, he's a streamer and he just uses viewers to farm for him.
Can I come in? I just want to come in here. That's it. You can lock me in if you want, but I can't. I forgot the pin. My people allow me only to stay on the roof and inside this area. Your people. Oh, okay. could I maybe get a slug? Like 22 slugs, maybe? That's it? Two slugs? I can give you a crossbow. I don't need that many, I just need some. Yes, all of them in there, so if it was nice to you, he would give it to you. Yeah, my friend, I'm here, I'm still here. I'm always here. I never leave this area. I'm every day, okay. Every night, I'm here. If you need someone to talk, I would appreciate to find you here. So, you live with a clan? Yes. What's your clan? The Roof Campers. Hello. We are the Roof Campers. RF. Like, oh, Roof okay. Campers. Well, but we are good Roof Campers. I can maybe have just 25 slugs. I'm gonna find some for you, okay? Yeah, I gotta go. My mom, she asked me if I can get off. Look here. Thank you. No problem. You're always welcome. Ach Jungs, ich hab einen Freund gefunden. Ich hab einen Freund gefunden. Fortress? Ja, bitte. Und das hier und das hier. Oh, geil, geil. Warte, du stehst jetzt hier außen und gibst Deckung. Ja, ja. Mach ich. Unbedingt. Dahinter bitte fort, Chris. Naja, ich bin gerade dahinter. Ich bin gerade da. Vertrauen, Lukas, Vertrauen. Läufer, oder bist du das? Hey, ich finde das alles gut. Okay. Na, warte, ich komme sofort. Ich will noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ich hier sterbe oder nicht. Ich kenne leider den Rocket Launcher nicht. Ich habe noch nie wirklich mit dem geballert. Bei mir ist einer. Bei mir ist einer. Hast du ihn? Ja, ist down. Nice.
Jungs, kann ich so stehen und so schießen oder nicht? Ich denke, das wird echt knapp. Nein, okay. So? Ah, ich habe keinen Plan, wie man mit dem Rocket Launcher schießt. Wenn ich so schieße, bekommt auch das hier den vollen Schaden, oder? Boah. Das scheppert, Alter. Oh ja. Was das denn? Ich bräuchte 8 Schuss, ne? Ja, das kommt hin. Einer ist von denen eingeloggt. Fortress, komm hier hin. Du musst mir hier gleich Deckung geben. Okay, ich komme. Alter, das scheppert aber ordentlich. Ich glaube, die sind eingeloggt. Nicht vor mich gehen, ne? Nee. Pass auf die Tür auf. Ja. Wow, ja. Kannst du mich heilen? Geht nicht. Gibst du Deckung? Ja. Ich. Oh, fuck. Ich muss jetzt nachladen. Die haben da alles offen. Seht den Baustrang. Links kommt ein nackter Spieler. Gott, das ballert ihn ab. Tot. Ja. Tot. Hab ihn. Einer ist hier respawned. Könnte oben sein. Hä? Einfach gehen tot auf. Gott, jetzt gehen wir schnell zu Base. Ja. Oh ja, hier sind Waffen. Oh Gott. Geh mal schnell zur Base und ging mir mal. Ich brauche ein TC. Du weißt nicht, was ein TC ist, bitte? Nee. Und das ist jetzt ein großes Problem. Hier sind Spieler drin. Fortress, geht zur Base. Ja. Geh mir 1000 Wood. 1000 Wood. Wood, ja? Ja, bring mir 1000 Wood. Alles klar. Du gibst mir hier weiter Entdeckung. Es sind 2 Leute von denen online. Oh Gott, ich hab die Waffe gar nicht mehr. Ja, die liegt hier, ist kein Ding. Bring mir das Holz. Ja. Oben einer. Ja, gönn dir den. Der geht's da drunter, Alles gut. Haben wir irgendwo da noch Holz oder so? Nimm irgendwo, Fortress. Entweder in den linken Schränken. Ja. Schnell aus dem Öfen vielleicht raus. Ja, das oder in den Dings. Öfen. Hauptsache du machst hin noch, Fortress. Ja. Ist er bei uns? Ich hab geschossen. Ja, ich hab.
komme. Wahrscheinlich haben die das schon lange aufgestellt. Ach Gott. Ich bin. Ja, ich hab ein DC. Du gibst mir Deckung, ja? Ja. Er hat wirklich nur 1000 Holz mitgebracht, ne? Nicht ein bisschen mehr. Der Junge ist, der macht mich fertig, Alter. Oh mein Gott. Wieso schießt du auf mich? Da! Ja, sorry, ich schieße zuerst, bevor ich spreche. Bau mal schnell das hier auf hier. Warte noch, geh weg. Bau das schnell, Link, warte. Ja. Bau mal hier in der Ecke auf. Hier, ganz schnell. Kann nicht, fuck. Geht nicht, dann haben die schon gebaut. Dann alles gut. Dann gehen wir weg. Hallo Nachbarn! Na, offline ready? Na klar, aber ihr seid ja online. Ihr guckt doch den Stream. Ah nein, wir haben die Explosion gehört, retard. Ach so. Waffe da? Jetzt so beleidigst du dann? Dabei bin ich doch gar nicht mehr auf dem Sniper Tower. Ich bin jetzt auf eurem Dach. Ja, du bist trotzdem faggot. Ja, und kommst trotzdem nicht an den Loot, den du brauchst. Süß, Jungs. Okay, der hat eine Thompson. Ja, nimm die mit. Oh Gott, einer schießt auf mich. Wo? Im Leben, ich weiß nicht, von Südosten. Lauf weg. Boah, der hat wohl einen Headshot verpasst, den Feind. Oh. Erhalt dich mal. Ich bring mal eben die Explosive-Bullets weg. Aber war ja kein Offline-Raid, ne? Weil die haben ja gesagt, die waren online. Die haben die Explosion gehört. Hallo? Hier ist der Roof-Camper. Ich bin auf eurem Roof. Oh, den Witz hast du vorhin schon mal. Ja? Und was macht ein Roof-Camper? Behindert sein? Machst du mir die Tür auf? Ich mein, du spielst Rust noch nicht so lange, oder? Nein. Ja, irgendwann wirst du auch noch merken, warum es so ätzend ist, mit Leuten mit dir spielen zu müssen auf dem eigenen Server. Wer noch verschafft. Aber freut mich, dass deine Arc-Viewer bisher so viel Spaß dran haben. Würde überhaupt jemand von denen auch mal Rust spielen? Wissen sie, wie ätzend es ist, mit Leuten wie dir zu raiden, zu spielen. Aber kein Ding. Du machst das ja alles nur für das Entertainment. Es geht ja nur darum, dass sich jemand stirbt, ne? Nicht wie sie sterben. Naja, aber ich bin da auf deinem da. Damit zu tun. Bist du behindert? Hörst du überhaupt zu? Hallo? Nein, du hast ein scheiß Mikrofon geweckt. Aber ich campe doch auf deinem Dach. Also du hast doch das Dach gebaut. Dann bist du doch der Böse. Junge, du bist legitim behindert. Ich habe davon geredet, wie es ist, mit dir den ganzen Tag zu spielen in der Nachbarschaft. Ich hab explizit gesagt Nachbarschaft und nicht gerade mit dir zu gerade vor meiner Tür sitzen. Bist du behindert? Ja, aber wieso baut die dann nicht woanders? Die Map ist so riesengroß. Rede bist du. Meine Fresse. Raid einfach weiter, versuch Profit zu kriegen oder was auch immer du willst. Aber hör einfach auf zu reden.
Warum lachen eigentlich deine beiden? Keine Ahnung, was das ist. Ich würde nicht mal Teammates sagen, weil du ihn nicht mal Loot gibst. Wir kommen nicht mal in den Loot, den sie den ganzen Tag farmen. Das ist das Lustigste an der Gruppe. Aha. Aber die bekommen euren Loot. Du gibst ihnen Waffen, wenn du irgendwie Raid Defense brauchst. Aber. Aber die haben doch Waffen. Habt ihr auch Waffen? Ich kann euch ein paar Waffen zurückgeben. Ja. Guck mal, wenn du so mad bist, Komm einfach rein. Nee, komm einfach rein. Okay, mach die Türen alle auf. Du hast noch keine, warte mal. Du hast eine Kiste voller Thompsons bekommen, richtig? Ja. Und eine AK. Du denkst, das sind alle Waffen? Ja, dann komm dort raus. Nein, ich will wissen, ob du denkst, dass alle Waffen sind. Weil wenn das alle sind, dann kannst du ja einfach... Keine Ahnung. Nee, ihr habt noch eine Sniper, Minimum, das weiß ich. Ich hab heute oft gegen euch gesniped. Haben wir die? Vielleicht ist die mal vom Dach gefallen. Wer weiß. Vielleicht war die auch in der Box und du hast nicht richtig geschaut. Du meinst, als wir immer wieder nackt hergerannt sind und du jemanden Nacktes gekillt hast in der eigenen Base? Ja, das war ein großer Verlust. Aber wieso bist du denn so mad? Ist das, weil wir kleine Auseinandersetzungen haben unter Nachbarschaft? Unter der Nachbarschaft? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ich bin am Anfred. Ich bin am hallo? Hallo? Ja, okay. Die klettern jetzt außen entlang. Alter, der hat sich verhakt. Das sieht aus, als ob der in den Eiern sich verhakt hat. Du da. Muss los. Da ist aber einiges angesammelt. Au, Junge, ich sehe schon. Die geheimen Waffen, die muss man alle safen. Alter, wir bringen erstmal das weg. Also die Sache ist, ich will da alleine nicht reingehen. Weil, geh mal davon aus, ich gehe da alleine rein. Dann campt der mich ab. Wisst ihr, was ich meine? Dann campt der Junge mich ab. Und das wollen wir ja nicht riskieren. Beziehungsweise nicht, dass er mich abcampt, sondern der baut mich einfach ein. Das wäre noch schlimmer.